Hey Leute, ich war heute zusammen mit meinem Kollegen Marvin vom Kanal Tech Together bei Mediamarkt und da wollten wir einfach mal gucken, was ein iPhone 11 Pro mit 256 GB denn an diesem neuen Smartphone-Verkaufen-Automat bringt. Der war sehr freundlich, der Bot, der da uns empfangen hat. Und dann seht ihr mir hier den Ablauf, man muss zuerst so einen Sticker draufkleben, dann sagt man was zum allgemeinen Zustand. Dann öffnet sich nachher jetzt gleich so eine Klappe und man muss das Handy natürlich auch entsperren. Dann steckt man das einfach da rein in den Lightning Port. Da gibt es jede mögliche Anschlüsse, also für alle Handys. Und dann wird das Handy einmal auf Herz und Nieren geprüft. Ihr müsst es natürlich entsperren, damit das Gerät gucken kann, welches Modell das genau ist und alles Mögliche. Was mir noch nicht ganz klar ist, wie zum Beispiel die iCloud-Sperre da weggemacht wird, wenn man das jetzt verkaufen würde. Wir haben das natürlich nicht gemacht, weil es kam nur 310 Euro raus. Das ist ein bisschen wenig für ein iPhone 11 Pro im Top-Zustand mit 256 GB. Und ja. So sieht das Ganze aus mit dem Automaten. Checkt es gerne mal in eurem Mediamarkt oder Saturn ab. Da müsste es das wahrscheinlich auch geben. Ciao.